Der Beat Müller ist der Produzent und Tourmanager von der Bündner Band Fuhrbatz. In der Adventszeit steht Marie-Louise Wert mit ihren Sängern und Musikern fast jeden Abend auf der Bühne. Das heisst für den Beat Müller viel Arbeit und fast pausenloser Einsatz. Tage während der Tour sind für ihn lang. Ja, bis zu 12 und 14 Stunden ist eigentlich so ein bisschen der Durchschnitt. Man startet morgen früh auf, reist schon wieder ans nächste Ort. Und da ist man relativ lang auf der Beine. So lange auf der Beine zu sein, ist sich der Beat Müller nicht gewöhnt. Je länger der Tag gegangen ist, umso stärker haben ihn seine Füße geschmerzt und die Beine sind schwerer geworden. Ich war froh, wenn ich im Hotel im Bett war und vielleicht noch duschen konnte, die Füße abkühlen. Das hat dazugehört. Vor kurzem hat er den Schweizer Luftküssischuh Kibut entdeckt. Mit dem speziellen Schuh fällt ihm das lange Stehen viel einfacher. Das neue Gefühl fasziniert ihn. Ich habe das Gefühl, ich schwebe. Ich fliege irgendwo. Seit ich die Schuhe habe, geht es mir viel besser. Ich bin in dem Sinn gut unterwegs und kann rumspringen und merke nichts mehr in meinen Füßen, dass sie irgendwie wehtun oder so, sondern ich glaube, ich könnte noch 5 Stunden länger auf der Beine sein. Für ihn ist also die Entdeckung vom Kibbutz eine Wohltat. Ja, absolut. Das ist natürlich irgendwo ein bisschen mehr Lebensqualität, wenn man sonst hat, irgendwie, wenn man so viel auf der Beine ist und einem gut geht, dann steigt auch automatisch die Laune. So kann der Beat Müller trotz der vielen Arbeit das Konzert von seinen Schützlingen schmerzfrei geniessen. Mit dem Verlauf des ganzen Abends ist er mehr als zufrieden. Wunderschöner Konzertabend gewesen. Die Leute haben Freude gehabt und alle zufrieden heim. Das freut uns natürlich sehr. Und auch ich bin immer auch noch fit mit diesen neuen Schuhen und kann durchaus jetzt auch noch 3 Stunden länger auf dabei sein. Trotz vorgeschrittener Stunde scheint der Tourmanager immer noch voller Energie zu sein und geniesst das neue Gefühl im Schweizer Luftküssischuh.